MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Ein herzliches Willkommen hier zurück zum Let's Play Mafia 3. Weiter geht es hier und ich freue mich auf jeden Fall, wie es weitergeht. Wir haben ja jetzt schon mittlerweile sehr viele Stadtteile bzw. Bereiche eingenommen, viele Geldeintreiber getötet, viele Sachen sichergestellt. Und wir changen für die nächsten Folgen nochmal das Outfit. Was nehmen wir? Nehmen wir mal Action. Full Metal. Das sieht cool aus. Ja, hat was. Zack, haben wir auch wieder ein Bart. So, wir fahren einmal zur Bar zurück, um unser Bargeld abzugeben. Und ich habe gerade das Gefühl, dass meine Kopfhörer schon wieder nicht erkannt werden. Das gibt's doch nicht. Oh. Ja, geil. Das sind ja eh unsere Leute. Kurzen Moment, Leute. So, und da bin ich auch schon wieder. Das ging ja flott, ne? Für euch dauerte das nicht lange. Für mich waren das schon ein paar Minuten. Aber hey. Jetzt höre ich nämlich auch die Schritte auf dem Boden und alles. Ich weiß nicht. Ich muss mich da mal mit der Firma Logitech wirklich in Verbindung setzen. Weil es kann nicht sein, dass jedes Spiel funktioniert, außer Mafia 3 und OMSI 2. Bei jedem anderen Spiel kann ich die Kopfhörer top benutzen und es gibt keine Probleme. Aber es ist erstmal nicht so schlimm. Meine Güte, dann haben wir halt ein kleines technisches Problem. Das sollte mich jetzt hier nicht abhalten. Ich habe meine alten Kopfhörer noch, die sind ja nicht schlecht. Ich hatte mir eigentlich nur neue geholt, um einfach mal einen vernünftigen Bass drin zu haben. Einfach mal Dolby Surround zu genießen. Und. Von daher, naja. Scheiß drauf. Ich glaube, das Spiel steht in dem Moment auf Dolby Surround, obwohl ich Dolby Surround auf den Kopfhörern aus habe, wegen der Aufnahme. Sonst würdet ihr auch Dolby Surround hören. Und, ich meine, YouTube unterstützt Dolby Surround, das ist nicht die Problematik, aber die meisten haben ja von euch keins. Und das wäre dann irgendwie totaler Schwachsinn. So, flott hier runterflitzen, die Kohle in den Schrank packen. So, und dann schon mal direkt hier vorne das nächste Ziel, die CIA auswählen. Zack. $25.000 im Tresor. Finde ich schon mal nicht schlecht. Ist eine gute Summe. Kann man mal drin haben. Unser Auto ist wieder mal weg. Ah, dann nehme ich mir das hier wieder. Das ist eigentlich ganz cool. Damit hatte ich ja letztens so viel Spaß. Und ich finde das Auto immer noch sehr cool. Nochmal in Perspektive fahren. Ich mag das. Das ist so cool. Vor allen Dingen sieht das geil aus, wenn die Straße so ein bisschen nass ist. Und dann schimmert das schön auf der Motorhaube alles. So. Frisch aus dem Militär zurück. So sehen wir zumindest aus. Kurz hier rüber hüpfen, so, und rein da. Hallo? Jemand zu Hause? Noch nicht gehört? Wir stehen unmittelbar vor einem Rassenkrieg. Ich hab gesehen, wie du schießt. Ich würde sagen, wir kommen klar. Mit dem Schießprügel bin ich Wild Bill Hickok. Sag mal, wie kommt der Padre damit klar? Also, mit dem blutigen Pfad der Rache, auf den du dich begeben hast? Immer noch nicht glücklich darüber. Er hält dich für den Teufel. Weißt du, ich habe mir seine Dienstakte angesehen. Nur die Ruhe war reine Neugier. Er war Sanitäter, hatte aber bei Klimbach mit dem 614-Bataillon einen Kampfeinsatz. Soll zwei Panzer der Krauts abgeschossen haben. Achtung. Zusätzlich zu den 16 Leuten, die er abgeknallt hat. Ziemlich viel Blut für einen, der Priester werden will. Das stimmt wohl. Das war im Krieg. Und das hier nicht? Ich sag ja bloß, den Krieg haben wir nicht gewonnen, weil wir Bedenken hatten, die Gefühle von jemandem zu verletzen, sondern weil wir die Krauts und die Japsen in die Steinzeit zurückgebombt haben. Das sollte der Padre mal lieber nicht vergessen. Oh. Ja, vielleicht. Ich melde mich später. Meine Güte. Du bist doch nicht immer noch sauer, dass ich den Padre ausspioniert habe, oder? Doch, ich bin jetzt mal ehrlich. Ich bin ein bisschen stinkig darüber, dass er es getan hat. Einfach aus dem Grunde, er gehört zu uns, ne?
Ja, das kann man irgendwann mal holen. Dazu habe ich jetzt... Ach, wir sind doch einmal hier. Holen wir ganz kurz die Kohle ab und gut ist. Ich frage mich, wie viele Leute dieses Auto hier cool finden. Schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr diesen kleinen Flitzer hier cool findet. Also, mich erinnert irgendwie... Er passt zu dieser Zeit. Er passt einfach dazu. Entschuldigung. Zeuge ruft die Polizei an. Soll er doch, meine Güte. Wenn er so viel Spaß daran hat, die Polizei zu rufen. Ist fast dunkel hier, ne? Heute. Ich meine, wie soll ich denn da was sehen? Nein, ich möchte mich nicht umziehen. Das habe ich nie behauptet. Hallo? Ich möchte hier schon rein. Aha. Jetzt haben wir das Licht angemacht. Schön. Nett. Sehr höflich heute. Bitte, die Früchte unserer Arbeit. Dankeschön. Mach's gut. Kann man nicht drüber springen? Oh. Ah, bei Vito ist jetzt auch abholbereit. Das ist gut. Dann fahren wir mal hier zu River Crow und... Ah, Moment. Hier haben wir noch einen Verteilerkasten, den wir anfahren könnten. Hier ging es raus. Genau, hier wollte ich auch raus. Nochmal ganz kurz nachschauen. Wo war das jetzt? Hier lang? Wenn ich richtig gesehen habe. Genau, die Straße hier hoch und dann hier vorne rechts können wir noch den Verteilerkasten ganz kurz anzapfen. Entschuldigung. So, ganz kurz. Dauert ja zum Glück nicht so lange. Hoppala. So, schön. So, dann ist da oben in der Ecke noch einer. Hier. Ja gut. An den einen fahren wir jetzt gerade noch vorbei, sehe ich. Dann machen wir das flott. Und schön durch die Absperrung hier. Zack. Oh, die war härter, als ich gedacht habe. Ich dachte, die wäre voll widerstandslos. Aber das war ja jetzt gerade, ja, alle Achtung. Cool, das Hollow gehört uns schon mal ein Stück weit. Das finde ich cool. Beziehungsweise ich glaube sogar, dass das Hollow uns gehört. Wow, was eine Aussicht, Leute. Guckt euch das mal an. Richtig schön. Ich hoffe im Übrigen, euch gefällt das Thumbnail, was ich gemacht habe. Es werden ja jetzt demnächst immer mehr Thumbnails kommen. Nur, dass ihr auch alle Bescheid wisst. Also es wird nicht so trostlos bleiben, wie es jetzt ist. Ich möchte wirklich dieses Jahr... ein bisschen dafür tun, dass wir ja, wachsen. Ne? Wir wollen ja einen erfolgreichen Kanal haben. Wir wollen eine funktionierende Community haben. Das alles kann ich nur mit euch zusammen aufbauen. Bedeutet, ihr müsst mir einen Gefallen tun, die Videos zu teilen, zu liken und einfach zu verbreiten. Weil wenn ihr das natürlich nicht tut, findet uns keiner und dann haben wir den Salat. Ne? Ja, freut mich. Das war der Plan, alles normal zu machen. So, wir reden mal ganz kurz mit Alma über die aktuelle Situation. Vielleicht hat er noch ein paar Tipps und Tricks für uns. Können wir durch die Scheibe hoppen? Ich glaube nicht. Alma, wo bist du? Hier drin? Guten Tag. Du bist dieser Typ. Der Typ. Richtig. Wir sollen doppelt so viele Lieferungen machen.
Dadurch verdoppelt sich aber das Risiko, der Küstenwache ins Netz zu gehen. Ich fürchte, da werde ich dir nicht groß helfen können. Dann kümmere ich mich selbst drum, hijo de la gran puta. Gesundheit. Ich brauche wen, der die Lagerhäuser füllt, damit die Kohle reinkommt. Über wie viel reden wir? Keine Angst, es wird sich lohnen für dich. Du musst Traksch überfallen für die Ware. Okay. Sollte kein Problem sein. Ich lass dich wissen, wenn ich den ersten hab. Du hast ihm nicht nur das Leben gerettet. Er ist wieder der Alte. Das ist Vito. Ich meine, diesen Vito habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Und ich möchte, dass er so bleibt, wie er jetzt ist. Das kriegen wir hin. Was willst du mir damit sagen? Was passiert denn als nächstes? Du brauchst ihn und uns brauchst du auch. Wenn du Marcano jetzt in den Arsch fickst, landet er dann wieder im Kühlraum? Nein. Du mir glauben, wenn ich nein sage? Nein, nicht wirklich. Aber ich glaube sowieso nicht vielen Leuten. Und wenn Vito zu mir kommt und sagt, so ist es, dann soll es so sein. Wenn du Leuten von Greco begegnest, leg sie einfach um. Ist ein Argument. Das macht uns die Sache einfacher. Ja, aber warum sollten wir Vito jetzt abschaffen? Vito ist eigentlich... Ich hab erstklassige Lieferungen im Auge. Leg ein paar Typen um und bring mir das Zeug. Natürlich. Kriegen wir hin. Lieferungen markiert oder Lieferungen unmarkiert? Da müssen wir jetzt mal kurz schauen. Ich behalte mal das Sniper, weil das echt interessant ist, so ein Gewehr dabei zu haben. Und ich glaube, es ist nie verkehrt, so ein Gewehr dabei zu haben. Achtung! Ah! Ist gut gegangen. Rede mit Vater James. Dann können wir hier vorne beim Kickback vorbeifahren. Das hört sich alles gut an. So, wir zapfen erstmal ganz kurz die Säulen an. Ich glaube, hier haben wir in Mafia 3 definitiv... Oh, Entschuldigung, noch genug zu tun. Wie ich da drin sitze vor allen Dingen. Ah, Autorennen. Entschuldigung, es war vollkommen ohne Absicht, dass ich dich gerammt habe. Es tut mir leid. So, kurz hier durchschlängeln, hier durchrasen. Zack. Entschuldigung. So, ganz kurz hier hindackeln. Zack. Nicht genug Sicherheit. 3 benötigt. Ah, okay. Cool. Ja, dann können wir das Ganze ja eh vergessen. Dann machen wir ganz normal hier weiter und holen uns den Kickback ab. Ich finde das so cool, dass die Motorhaube so ein bisschen rumklappert. Obwohl, ein bisschen ist schon gut, ne? Also, sie ist ordentlich kaputt. Klapper. Klapper. Na gut. Wenn es die Polizei nicht mitbekommt, kann ich denen nicht helfen. So, ganz kurz hier rein. Guten Tag an alle. Vito, ich komme Kohle holen. Vito, ich komme die Kohlen holen. Hier wurde nicht aufgeräumt, gar nichts, ne? Ist das ein ekelhafter Spatze? Mann! Sagt mal bitte allen Vito, er soll aufräumen. Oder räumt ihr mal alle auf? Ist ja ätzend. Hi. Hallo Lincoln. Hab gar keinen Platz mehr für das ganze Geld. Komm noch mal her, dann gibt's noch mehr. Jo, machen wir. So, wir fahren jetzt einmal hier und rede mit Vater James. Machen wir. Das ist nur ein bisschen entfernt von uns. Aber wir sind ja gut zu Fuß und wir haben ein ganz tolles Auto. Naja. Letzteres war gelogen. Es ist nur schön vom Aussehen, aber schnell ist es jetzt nicht unbedingt.
Ich wollte eigentlich so ein bisschen cool durchfahren. Und dann sowas. Schon peinlich. Da ich eh glaube, dass wir da vorne zur Brücke müssen, kann ich auch hier den Weg fahren. Wow. Was ist los hier, Leute? Nur Unfälle und Probleme. Eben, ich weiß noch ein paar Folgen, nicht eben, ein paar Folgen ist es schon her, wo ich gesagt habe, wie schön wäre es, einen schnelleren Wagen zu haben. Da saßen wir in einem Sportwagen, der ohne Probleme auf 120 beschleunigte. Tja, jetzt sitzen wir in dieser Karre, die ohne Probleme auf 30 beschleunigt. Ja, hier geht's ja gut ab, hä? Alle Achtung. Schick hier. Oh, fuck. Die Straßen sind auf jeden Fall groß genug, um gemütlich drumherum zu driften. Die Leute scheinen aber genau solche Arschlöcher zu sein, wie überall anders auch. Schön, dass man sich hier zu Hause fühlen kann. Nein, warum springst du vor mir? Ach komm, lass laufen. Bringt doch eh nichts. Hallo, jemand zu Hause? Ich kann's kaum glauben, dass ich da lese, was ich im Radio höre. Was du anrichtest. Du wusstest doch, wie es laufen würde. Ich hab's dir genau gesagt. Vielleicht merke ich ja jetzt erst, dass es ein Unterschied ist, etwas in der Theorie zu hören oder es als fette Schlagzeile auf der Titelseite zu lesen. Das ist wohl ein Argument. Ich dachte, dass ich's durchziehe. Ich dachte nicht, dass... Doch, ich wusste es. In dem Moment, als du wieder zu dir gekommen bist, da habe ich es dir angesehen. Ich schaue dich an und sehe, wer du mal warst. Ein kleiner Junge, der nicht viel hatte, aber deswegen nicht verbittert war. Ja. Ein kleiner Junge mit strahlenden Augen, der lachte, der sich einfach freute, auf der Welt zu sein. Ich frage mich, was aus ihm geworden ist. Ihm ist klar geworden, wie die Scheiße läuft. Ja. Sag bloß. Wie oft ist das Waisenhaus von Rassisten verwüstet worden? Wie oft mussten wir rumfahren und in Lokalen um Essensreste bitten, weil wir sonst nichts zu fressen hatten? Natürlich mussten wir mit rassistischen Arschlöchern fertig werden. Aber jedes Mal, wenn die uns was angetan haben, waren Leute zur Stelle, die uns geholfen haben. Ja, damit, das hat aber nichts damit zu tun. Und. Weißt du noch, wie ihr Buben alle neue Jacken zu Weihnachten bekommen habt? Die kamen von einer alten weißen Frau. Einer Calvinistin. Das ganze Jahr hatte sie daran genäht. Wenn du immer nur das Böse sehen willst, dann wirst du nie etwas anderes erkennen. Ich muss los. Ich hab dir das nie gewünscht, Lincoln. Ich wollte, dass du ein gutes Leben hast. Sehr gut. Ich mein's jetzt nicht böse, Leute, aber wo ist hier der fucking Ausgang? Ah, hier. Hat's erledigt. Gefunden. So, ist das auch erledigt. Hier babbelt haben wir. Jetzt gehen wir oben. Rede mit Burg. Ich glaube, das ist unsere aktuelle Aufgabe, ne? Wenn du abhaust, genau. Ist ja auch nicht so weit, zum Glück. Round the clock. Wahrscheinlich around the clock. Around the world, around the world, around the world, around. Wow. Das war knapp. Oh, fuck. Bei Gelegenheit sollten wir uns mal nach einem anderen Fahrzeug umschauen. Dieses Fahrzeug hier ist definitiv als Mafiosi ungeeignet, würde ich es glatt behaupten. Ich meine, es ist jetzt nicht hässlich oder so, aber... Entschuldigung. Ich muss da mal ganz kurz, ja, was erledigen. Okay, das ist... Scheiße!